Holt bitte eure Switch raus. Okay. Herzlich willkommen zum Unterricht. Zum Nintendo-Unterricht. Ja? Ich hoffe, ihr habt heute alle eure Switch dabei. Denn heute ist die Aufgabe, innerhalb der 45 Minuten Unterricht die ersten drei Level bei Super Mario zu schaffen. Wer das schafft, der bekommt eine 1. Wer noch das Zusatzlevel schafft, kommt eine 1 mit Sternchen. Danach schreibt ihr bitte auf, in welchem Lösungsweg ihr die Level geschafft habt. Und danach fassen wir zusammen. Stellt euch mal vor, so funktioniert der Unterricht. In der Schule, in der Grundschule, in der Oberschule, Abi im Computerspiel? Das wäre ja lustig. Aber Leute, fangen wir ganz von vorne an. So, was meine ich denn jetzt mit Computerspiele im Unterricht? Sag mal, ist der jetzt völlig verrückt? Jetzt will der auch noch nur noch spielen? Die Kinder sollen noch mal was lernen. Die haben jetzt lang genug einfach nur gedaddelt hier. War ja lang genug, endlich ist wieder Schule. Ja, Leute, doch. Ich meine das wirklich ernst. Computerspiele wie eben Minecraft Education sind unglaublich wichtig, denn sie greifen einen klaren und wichtigen Kernpunkt auf für den Lernerfolg, und zwar Spaß. Hey, wie oft sind wir in den Unterricht gegangen und hatten gar keinen Bock auf den Stoff, weil wir ihn teilweise vielleicht gar nicht mehr kapiert haben, weil es zu weit weg war, weil wir einfach nicht mehr klargekommen sind. Und ein bisschen Spaß und Witz und eben Spiel hätte uns wirklich dazu gebracht, wieder zurückzukommen zu dem Stoff. Und so ist es eben bei Minecraft Education vorrangig. Hier geht es erstmal um Spaß. Und dann kommt der Lerneffekt durch verschiedene Prozesse, die mit diesem Spiel durchlaufen werden können. Natürlich ist auch nicht jedes Spiel geeignet für den Unterricht. Es gibt bestimmte Spiele, die können als Ressource genutzt werden, um den Unterricht zu erweitern. Denkt immer daran, bei digitaler Bildung geht es vor allen Dingen den Unterricht durch verschiedene Technologien der digitalen Möglichkeiten zu erweitern, nicht zu ersetzen. Darum geht es nie. Und durchaus gibt es Spiele, da komme ich später auch zu, die wirklich erweitern können. Denn sie greifen eben Ressourcen der Kinder auf, die sie dahin führen zu sagen, ey krass, okay, jetzt kann ich also mit meinem Lieblingsmedium, Videospiel, Computerspiel, PC, Laptop, Smartphone, wie auch immer, auf dieses Wissen zugreifen, ohne dass ich mir jetzt den Kopf zermartern muss, um irgendwie an diesen Stoff zu kommen. Okay, jetzt hast du so oft Minecraft Education gesagt, was ist denn das jetzt? Also, Minecraft sagt mir vielleicht was, also die Kinder spielen das immer. Also, dann gab es da mal diese YouTuber, die das nur gespielt haben. Völlig irre. Damit soll man lernen können? Ja. Genau, damit kann man lernen. Minecraft ist eine offene, sogenannte Sandbox-Welt, die so gestaltet werden kann, wie man quasi möchte. Mit den Materialien, die dort vorhanden sind, kann man quasi alles erschaffen, was man in seinem kreativen Kopf so rumschwirren hat. Es ist eine grenzenlose kreative Möglichkeit, ein Haus zu bauen, einen Turm zu bauen, ein ganzes Paradies mit Tieren zu bauen, komplette galaktische Welten, je nachdem, was man gerade vorhat. Oder die super gefährliche Höhle mit vielen Monstern. Gebaut wird mit Blöcken. Symmetrisch gleiche Blöcke, die aufeinander gestapelt werden können, in verschiedenen Formen, Farben und sozusagen Rohstoffen gestaltet sind, womit man dann wirklich die verschiedensten Bauwerke bauen kann. Und Leute, ihr könnt mal bei Google Minecraft Bauwerke eingeben oder generell Minecraft Kunst. Ihr werdet die krassesten Sachen erleben, die jemals gebaut wurden in Minecraft. Wirklich, es ist atemberaubend. Natürlich gibt es im Originalmodus einen sogenannten Story Mode, wo es darum geht, einen Drachen zu besiegen irgendwann, wenn man ihn denn findet. Aber es gibt eben auch den Kreativmodus, und da geht es darum, einfach nur zu bauen mit allen Möglichkeiten, die das Spiel eben bietet. Was bringt denn jetzt das Spiel überhaupt für die Schüler mit? Also wo ist da der Mehrwert? Außer, dass sie endlich in der Schule daddeln können, was sie ja zu Hause schon die ganze Zeit machen. Stopp, Leute. Genau das ist der Punkt. Minecraft Education bietet den Schülern projektbasierte Einheiten. Das bedeutet, sie haben die Möglichkeit, in verschiedenen Gruppen, zu dritt, zu vier, zu fünf, je nachdem, ein bestimmtes Projekt umzusetzen. Gleichermaßen an einem Projekt arbeiten. Wow, sie können gemeinsam mit Absprachen ein Haus bauen, mit verschiedenen Aufgaben, die durch den Lehrer gestellt werden. Beispielsweise
Es fordert vor allem digital kritische Kompetenzen, die unbedingt benötigt werden, um überhaupt erstmal mit verschiedenen Medien umgehen zu können. Da geht es zum Beispiel um Auge-Hand-Koordination, das heißt, wie bewege ich Maus und Tastatur gleichzeitig, damit ich auf dem Bildschirm auch etwas bewegen kann. Was steckt hinter den ganzen Tastenfunktionen? Wie kann ich auch auf bestimmte Menüs zugreifen? Wie ist eine Menüführung aufgebaut, etc. Das sind alles so Kompetenzen, die dadurch auch gebildet werden. Zusätzlich bietet das natürlich auch kreative und vor allen Dingen lösungsorientierte Ansätze für die Kinder. Das heißt, ich habe jetzt hier ein bautechnisches Problem. Ich könnte jetzt meinen Mitschüler fragen, wie ich das vielleicht lösen kann. Wo finde ich vielleicht einen bestimmten Rohstoff? Wie kann ich bestimmte Plattformen bauen, damit ich mich wieder auf mein Projekt konzentrieren kann oder es selbst dann weiterführen kann, wenn ich mal stocke? Das heißt, die digitale Kollaboration ist unglaublich hoch angesiedelt in diesen ganzen Minecraft-Education-Projekten. Da geht es wirklich um Zusammenarbeit, um Helfen, um mal alleine arbeiten, mal in Gruppen arbeiten, mal ein großes Projekt bearbeiten, mal ein kleines, um ein Puzzlestück zu entwerfen für ein großes. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Und am Ende geht es um drei klare Faktoren. Geht um Entdeckung, um Ausprobieren, Storytelling. Es ist quasi digitales Lernen in seiner besten und reinsten Form. Aber nicht jeder Lehrer kann das einfach nutzen. Also wo ist denn da der Mehrwert jetzt für den Lehrer? Soll es da extra Unterricht geben für? Nö, gar nicht. Denn Minecraft Education ist nutzbar für viele verschiedene Themenbereiche. Chemie, Physik, Mathematik, Kunst und Design, sozial-emotionales Lernen genauso, denn das ist nötig, um Kollaboration überhaupt entstehen zu lassen. Das heißt, es gibt eine große Spannbreite, diese Software zu nutzen. Auch für Sprache ist dieses Spiel unglaublich wichtig, denn Projektarbeit zu kommunizieren benötigt auch eine dynamische und flexible Sprache, die eben auch erklären kann, wo liegt jetzt hier das Problem, welche Lösung können wir einschlagen, was wird benutzt. Auch auf verschiedenen Sprachen kann gespielt werden, sodass man das auf Fremdsprachen lernen nutzen könnte. Es ist wirklich vielfältig einsetzbar. Ich muss es einfach immer wieder betonen. Ja, die Lehrer sollten sich natürlich in jedem Fall damit beschäftigen, aber sie können schon mal auf unglaublich viele Projektskizzen zurückgreifen, die sie dann individualisieren, beziehungsweise dadurch auch schon mal lernen, okay, wie kann ich methodisch, didaktisch all das vorbereiten, damit die Schüler in meiner Klasse dem Ganzen folgen können. Welches Level muss ich da einschlagen? Welche Probleme kann ich einbauen, wo es dann wiederum darum geht, Kollaboration entstehen zu lassen, beziehungsweise diese ganze Partizipation mit den Schülern auch zu entwickeln, damit man in einen Lösungsprozess kommt. Und die Diversität dieses Spiels spiegelt sich eben in der Aufgabenvorbereitung auch wieder. Ihr könnt Einzelaufgaben machen, wie gesagt Projekte, ihr könnt Herausforderungen stellen, ihr könnt quasi auch Tests entwickeln oder eben kleine Arbeiten entwickeln und vor allen Dingen gemeinsames Lernen entstehen lassen. Was für mich als Partizipationsfan das A und O dieser Software ist. Minecraft Education, probiert es wirklich aus. Es ist eine tolle App. Ich selber habe in der Kita schon damit gearbeitet. Mit Kindern, die kurz davor sind, in die Schule zu gehen, habe ich angefangen, ein gemeinsames Bauwerk entstehen zu lassen. Und ich sage euch, Leute, diese Kreativität und diese Entwicklung der Auge-Hand-Koordination mit der Entwicklung der digitalen Kompetenz toll mit anzusehen, dass die Kinder sich dabei toll absprechen, Fantasien entwickeln, wie was gestaltet werden soll und am Ende ein Kunstwerk erschaffen, worauf sie verdammt stolz sind und wirklich gemeinsam etwas erschaffen haben. Jetzt kann man natürlich sagen, das könnten sie jetzt mit Bauklötze auch. Ja, können sie auch, werden sie auch tun. Aber Minecraft Education ist einfach ein digitales Mittel, nochmal dichter und intensiver an den Ressourcen auch der Kinder zu arbeiten. Denn sie kennen Minecraft. YouTube ist voll mit Minecraft-Videos. Checkt das mal aus. So, jetzt ist Minecraft das einzige. Ich meine, es gibt ja auch 1000 Apps. Ja, stimmt. Minecraft ist nicht das einzige Spiel, was für den Unterricht geeignet ist. Es gibt verschiedene Genres, die genutzt werden können, um den Unterricht zu erweitern. Beispielsweise Geschichte. In einem der letzten Assassin's Creed Teile gibt es den sogenannten Discovery-Modus. Das heißt, ihr könnt durch das alte Ägypten mit dem Protagonisten wandern
und euch bestimmte Standorte des alten Ägypten anschauen. Pyramiden, Gewänder, Museen, die es damals eventuell gab, Bauwerke nochmal genau angucken. Denn die Entwickler von Ubisoft haben ihre Welten immer so detailgetreu gestaltet, dass man da ganz viel rauslesen kann und beobachten kann. Das macht natürlich unglaublich viel aus. Gibt auch von Google VR-Software, wo man durch bestimmte Städte laufen kann und nochmal beobachten kann, wie war das eigentlich damals, wie sah es früher aus. Also gerade auch für Kunstarchitektur ein tolles Gimmick, was die Jugendlichen vielleicht auch noch mal mehr erleben lässt, wie es so mit Geschichte eigentlich funktionieren kann. Auch Wirtschaftsspiele gibt es, wie zum Beispiel die Anno-Reihe, die einem darbietet, wie zum Beispiel Handel funktionieren kann. Was ich wirtschaftlich alles so für Knöpfe drehen müsste, um eben Gewinne zu erzielen, um eben eine Bevölkerung auch zu ernähren bzw. sie auszustatten mit bestimmten Luxusgütern etc. Das ist auch alles möglich mit Spielen, die eben solche Wirtschaftssysteme integriert haben. Auch die kann man super benutzen, um zum Beispiel den Mathematikunterricht noch mehr zu erweitern. Und natürlich gibt es diverse Lern-Apps wie Anton, was ich schon mal vorgestellt habe in meinen die 5 besten Apps sozusagen für das E-Learning. Ist Anton zum Beispiel eine wunderbare App, um verschiedene Inhalte aus den verschiedenen Klassenstufen auf das Tablet zu bringen und nochmal auf eine andere Art und Weise Stoffe auch anzugreifen. Ach ja, wenn da nicht immer diese Skepsis wäre gegenüber Videospielen und digitalen Medien. Ja, und die muss man ablegen. Probiert das aus. Minecraft Education ist für einen schmalen Teiler zu erwerben. Probiert es einfach aus. Macht euch selber mal vertraut mit diesem Medium und schaut, welchen Mehrwert es euch geben kann. Skepsis ist immer okay. Klar muss man auch erstmal gucken, wie authentisch kann ich auch mit so einer Software umgehen im Unterricht. Definitiv. Aber ich kann euch aus persönlicher Erfahrung sagen, es lohnt sich, diese gemeinsame Lernerfahrung mit den Kindern und Schülern und Jugendlichen später auch wirklich zu machen. Es sind tolle Erfahrungen und man selber erweitert sich auch. Leute, das war wieder ein längeres Video, denn ich dachte, Minecraft Education lohnt sich mal vorzustellen. Falls ihr es noch nicht kennt, geht einfach auf die Internetseite von Minecraft Education. Die lasse ich euch auch in der Comment-Box sozusagen, in der Infobox natürlich. Und dann würde ich mich gerne mit euch darüber unterhalten, ob ihr das vielleicht schon ausprobiert habt oder ob ihr andere Software schon benutzt im Unterricht oder in der Kita. Knallt das doch mal gerne in die Kommentare. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte darauf voll Bock gehabt, mit Computerspielen zu lernen. Ja, das wäre um einiges einfacher gewesen, wie ich schon sagte. Okay, Leute, denn danke ich euch fürs Zugucken. Freut mich, wenn ihr hier ein Abo da lasst und ansonsten gerne alle anderen Social Media Plattformen über Sozial Verzogen erreichbar. Danke euch. Bleibt Sozial Verzogen in diesem Fall auch und spielt mal ein bisschen. Los geht's. Bis dann. Ciao.